Was geht, Freunde? Jetzt eigentlich nur eine kurze so Zwischenmeldung, eine kurze Eilmeldung, weil die erste Folge von Super Dragon Ball Heroes ist draußen. Ich bin etwas verschnupft, etwas sehr stark verschnupft, deswegen kam auch gar nicht die One Piece Kapitel Review. Ja, bei einem so geilen Wetter sagt mein Körper einfach aus Prinzip, nein, du bist jetzt krank, ja, und du musst zu Hause bleiben. Also es ist halt fast immer so. Also immer wenn draußen richtig geiles Wetter ist, bin ich hier, weil... Scheiß Körper oder so ein Scheiß. Aber alles gut, denn heute kam die erste Folge von Super Dragon Ball Heroes. Ich werde mich niemals an diesen komischen Namen gewöhnen. Erst Dragon Ball, Dragon Ball Z, dann Dragon Ball GT, dann Dragon Ball Super und plötzlich das Super vor dem Dragon Ball und dann noch Heroes dahinter klatschen. Gut. Wer kam auf die Idee? Wunderbar. Ehrlich. Krass. Die Folgen werden jetzt in wöchentlichen Abständen kommen. Das heißt, nächste Woche wird dann Folge 2 kommen. Richtig. Ich weiß nicht genau, was für ein Marketing-Genie wieder dahinter gesteckt hat, aber anstatt dass wir volle 20 Minuten, volle geballte 20 Minuten Dragon Ball Action bekommen, bekommen wir jede Woche nur knapp 8 Minuten. Ist etwas weniger, weil Outro und Intro, beziehungsweise Intro und Outro sind auch noch da, das sind nochmal 2 Minuten, also ungefähr 6 Minuten Folge pro Woche, was ich für wirklich ziemlich lau finde, aber... Ist okay, wer sich das auch immer weiterhin wieder ausgedacht hat. Man denkt sich halt, kurz und knackig, die Animation in 6 Minuten gebündelt anstatt 20 Minuten. Das muss doch etwas werden. Einen Kampf gab es tatsächlich schon, nämlich den Kampf zwischen Super Saiyajin 4 Son Goku und Super Saiyajin Blue Son Goku. Also ein unglaublich, im Übrigen ein unglaublich geiles Design vom Super Saiyajin 4 Son Goku. Top. Wirklich feiere ich unglaublich hart. Aber den Kampf könnte man zumindest für die Pilotenfolge, das heißt für die erste Folge, besser animieren, finde ich. Also das war jetzt wirklich keine große Weltgeschichte. Es war ein komischer Kampf, kaum Choreografie, könnte man besser machen, eindeutig. Dragon Ball Super hat auch schließlich ewig gebraucht, bis sie jetzt zu der Animationsqualität gekommen sind, wo sie dann am Ende waren. Vielleicht ist das irgendwie so ein neues Marketing-Ding, erst die Folgen richtig mies animieren, beziehungsweise schlechter animieren. Und sich dann im Laufe der Zeit steigern. Wer weiß. Ich weiß nicht, was für ein Fuchs jetzt da ganz oben sitzt. Okay. Wir Dragon Ball Fans zumindest freuen uns, weil wir endlich mal Goku im vierfachen Super Saiyajin gegen Goku im Blue kämpfen sehen dürfen. Zwar sind sie halt genau gleich stark, weil die Aussage ist, dass der eine Goku ist und der andere auch ein Goku ist. Deswegen müssen die ja gleich stark sein. Macht Sinn. Okay, aber... Kommen wir jetzt aber zu der Review, zu dieser Folge, tatsächlich im Review. Jetzt gehen wir alles Stück für Stück durch und dann gucken wir mal, wie das jetzt alles so aussah. Wie schon gesagt, haben wir jetzt am Anfang ein Opening, was circa ein Viertel der ganzen Folge einnimmt. Vielleicht werden die Folgen noch länger, vielleicht wird das Opening einfach weggecuttet und dafür wird Folge kommen. Das heißt, dass wir tatsächlich 8 Minuten Folgen bekommen, vielleicht bekommen wir 10 Minuten Folgen, vielleicht 20 Minuten Folgen noch irgendwann. Man kann es noch nicht sagen, man weiß es noch nicht. Wäre cool. Oder zumindest, wenn die Animationsqualität extrem aufgestockt werden würde, wäre auch cool. Mir ist eigentlich jetzt alles recht. Hat einen guten Start. Fangen wir jetzt nämlich weiter an nach dem Opening. Geht es nämlich direkt weiter mit Son Goku und Vegeta, wie sie beide gegen Whis kämpfen, beziehungsweise weiterhin wieder mit Whis trainieren. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, in was für einem Zeitfenster das jetzt spielen wird. Ist das vor dem Ultra Instinct? Ist das nach dem Ultra Instinct? Also ist es auf jeden Fall nach der Goku Black Arc. So viel weiß man, weil man kennt halt schon wieder Trunks und so weiter und das wird auch schon wieder alles gesagt. Also ist es auf jeden Fall nach der Goku Black Arc, aber man weiß nicht genau, ob das nach dem Ultra Instinct ist oder halt nicht. Plötzlich taucht aber Mai auf dem Planeten von Beerus auf und will mit Vegeta und Goku reden. Wie auch immer sie auf diesen Planeten von Beerus gekommen ist. Ich meine, wie sollte Mai dort einfach so hinkommen? Aber gut, Trunks wurde mal wieder entführt. Ne, Moment, wieso mal wieder? Trunks wurde entführt. Die Verwunderung ist natürlich groß, dass Mai jetzt einfach so aufgetaucht ist, wäre ich auch wenn die nichts gesagt hätte, weil woher, wie kommt sie da hin? Auf jeden Fall, der Kaioshin fragt Goku, warum Goku, was denn jetzt los ist? Ich würde jetzt mal laut Mais Aussage tippen, dass Trunks entführt wurde. Und plötzlich taucht noch eine weitere Person auf, eine Person, die wir noch überhaupt nicht kennen. Er nennt sich... Fu, nicht der Fu aus Naruto, sondern Fu. Laut ihm waren Trunks und er ziemlich beste Freunde und haben Seite an Seite gekämpft. War das vor den Cyborgs? Ich glaube nicht. Nach den Cyborgs? Ja, wahrscheinlich schon irgendwann nach den Cyborgs.
War das vor Goku Black? Ich glaube nicht. War das nach Goku Black? Nee, um ehrlich zu sein, glaube ich das auch nicht, weil ich glaube, der lügt einfach nur. Genauso wenig haben ihn Goku und Vegeta geglaubt und mit den vertrauensvollen Worten: Folgt mir, wenn ihr Trunks wiederhaben wollt, haut Fu ab. Okay, spätestens jetzt sind Goku und Vegeta auf jeden Fall seine Freunde und glauben ihm jedes Wort aus dem Mund. Der Kaioshin soll von Whis aus irgendetwas Mai geben. So als hätte Whis es schon irgendwie vorgeplant bzw. irgendwie schon geahnt. Kaum vorzustellen, dass man so etwas... Oh, ich glaube, die Planeten sollten irgendwie etwas anders sein. Naja, Goku, Vegeta und Mai folgen Fu auf einen anderen Planeten. Plötzlich taucht ein weiterer Goku auf, der einfach viel mehr Style hat und noch diesen Stab von Goku, wie er früher hatte, von Opa Gohan. Auf jeden Fall verwandelt sich unser Styler Goku in den vierfachen Super Saiyajin, also auch in den stylischsten Super Saiyajin meiner Meinung nach. Und unser Goku, der jetzt weiterhin mit Vegeta und Mai abhängt, verwandelt sich in den Blue. Und da sie sich jetzt schon mal verwandelt haben, nutzen sie das doch direkt auch mal und kämpfen gegeneinander. Dabei hatte der Super Saiyajin 4 Goku doch gesagt, dass die anderen zur Seite gehen sollen. Egal. Ich glaube, so entstehen doch die besten Freundschaften. Die besten Freundschaften mit sich selbst. Naja, der Goku im vierfachen Super Saiyajin ist so etwas ähnliches wie Trunks in Xenoverse, nämlich so ein Time Patrol, also so ein Zeitpatrouillen-Typ. Und vollkommen natürlich ist, dass unser Goku jetzt über diesen vierfachen Super Saiyajin staunt. Immerhin kennt er diesen auch gar nicht. Und übrigens sieht er, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber er sieht unnormal stylisch aus und von daher ist es vollkommen nachvollziehbar, warum Goku jetzt so staunt. Ich meine, blaue Frisur, Super Saiyajin nur in Blau, aber vierfacher Super Saiyajin... viel besser. Egal, Fu klärt uns jetzt nämlich noch ein wenig auf. Im Grunde möchte er einfach nur ein Spiel spielen. Genau mit diesem Wortlaut. Er möchte einfach nur ein Spiel spielen. Es ist dazu noch ein ziemlich simples Spiel. Derjenige, der die Dragon Balls findet, hat gewonnen. Im Grunde war es das sogar schon irgendwie mit der Erklärung. Findet sie, dann findet ihr vielleicht Trunks und dann kommt ihr raus. Das alles nur, damit dieser Fu sich etwas amüsieren kann. Aber ich finde, es ist ein cooles Konzept auf jeden Fall. Man sucht wieder die Dragon Balls, das, worum Dragon Ball eigentlich von Anfang an ging, die Suche nach den Dragon Balls. Jetzt geht es wieder, wie bei Dragon Ball GT eigentlich auch, wieder auf die Suche nach den Dragon Balls. Finde ich spitze. Wahrscheinlich wird es dann immer so ablaufen. Dragon Ball gefunden, Gegner taucht auf, kämpfen. Es könnte wirklich sehr gut umgesetzt werden. Könnte richtig cool werden. Als nächstes haut Fu ab und wir sehen Trunks, welche komische Armbänder um sich hat. Er weiß nicht genau, wo er ist jetzt gerade erst aufgewacht und plötzlich geht das Tor auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Tor und dem einfach so aufwachen und dem lass uns ein Spiel spielen, das Gefühl, dass dieser Fu in Wirklichkeit Jigsaw ist. Trunks latscht raus und wir sehen, cooler? Das wird ja immer cooler. Er bittet Trunks nämlich ganz höflich, ihm einen Dragon Ball bzw. sein Dragon Ball zu geben. Das kennt man ja von der Freezer-Rasse, die sind immer sehr anständige Typen, das sind immer nur sehr, sehr wirklich anständige Typen. Niemand kommt auf die Idee, irgendeinen Planeten zu tyrannisieren, einen Planeten zu verkaufen. Das sind alles ganz vernünftige Typen. In der nächsten Szene ist wieder unser Fu mit ein paar bekannten Gesichtern. Kula, King Cold, Bojack, alles cool. Fu freut sich nämlich jetzt extrem auf das Spektakel, auf dieses Turnier, nicht wirklich auf dieses Abenteuer der Dragon Ball Suche mit den Kämpfen und so weiter. Wahrscheinlich genauso wie wir. Und Fu hat dazu noch tatsächlich einen weiteren Saiyajin mit Maske in der Hinterhand, der tatsächlich irgendwo hinter ihm ist, mit einer bösen Aura und wie gesagt mit dieser Maske. Man kennt diesen Charakter eigentlich schon von dem Spiel Dragon Ball Heroes. Ich habe das zwar noch nie gespielt, aber man kennt halt diese Zwischensequenzen, weil die selbst animiert wurden und auch irgendwo überall auf YouTube rumhausen. Dieser scheint damit unter eines der stärksten Charaktere zu sein, beziehungsweise eines der stärksten Gegner zu sein. Aber insgesamt gefällt es mir, das ganze Konzept ist ziemlich cool. Man kann hier natürlich nicht mit Logik ankommen, das ist mir völlig klar. Bisschen hätte ich mir zwar schon gewünscht, aber vom Prinzip her gefällt es mir wirklich sehr. Macht gute Kämpfe, holt bekannte und beliebte Charaktere wieder, lasst diese dann auch kämpfen. Sucht die Dragon Balls, vielleicht noch einen guten Plot und eigentlich sind wir Dragon Ball Fans dann schon komplett zufrieden. Zumindest halt war es ja bei Dragon Ball Super nicht anders. Aber ja, was haltet ihr von diesem neuen Konzept, von diesem neuen Dragon Ball Konzept? Was haltet ihr von dieser ersten Folge von Dragon Ball? Schreibt es alles unten in die Kommentare. Tatsächlich, ich finde es extrem cool. Zwar ist es sehr ziemlich komisch, dass so eine Folge tatsächlich die
die Folge, in der man halt irgendetwas erfahrt, erfahren wird, nur 6 Minuten andauert. Aber gut, da kann man jetzt halt nichts machen. Zwar schade, aber okay. Was haltet ihr davon? Schreibt es wie gesagt unten in die Kommentare. Das war's dann jetzt allerdings auch schon wieder von mir. Ich leg mich wieder ein bisschen hin. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.